ist wieder Sonntag und ihr habt ein ziemlich langes Workout vor euch. 40 Minuten M-Rap. Dazu macht ihr euch warm mit 4 Übungen. 8x 20 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Pause kennt ihr schon. Und zwar Burpees im Wechsel mit Air Squats. Also Burpees, Brust berührt den Boden, Hüfte öffnen. Air Squats kennt ihr. Wenn ihr könnt, below parallel, schön den Oberkörper aufrecht lassen. Und Gewicht immer schön auf dem ganzen Fuß. Okay. Danach Superman Hold. Das heißt, legt euch auf den Boden, Füße in die Luft, Arme in die Luft, Daumen zeigen nach oben, ja, und dann entspannt halten. Das Ganze könnt ihr danach auf dem Rücken liegen machen im Wechsel Hollow Hold. Das heißt, wieder Füße in die Luft, Arme in die Luft und halten. Genau. Dann geht's los mit dem M-Rap. So viele Runden wie ihr schafft in 40 Minuten. Wir haben insgesamt 4 Übungen. 150 Weighted Step-Ups. Ihr müsst nicht mit Gewicht machen, ihr könntet aber. 150 sind einige, überlegt es euch gut. Sucht euch irgendwas, wo ihr die Step-Ups machen könnt. Im Idealfall einen Stuhl oder irgendwas anderes, was eine gute Höhe hat. Und dann sucht euch irgendein Gewicht. Zum Beispiel einen Rucksack, wo ihr schwere Sachen reinpackt. Oder ihr habt eine Dumbbell, eine Kettlebell, irgendwas. 150 sind einige, also guckt, dass ihr nicht zu schwer geht. Ja, ihr könnt, wenn ihr zwei gleiche Gewichte habt, auch seitlich die halten. Ansonsten gerne einfach ja, hier vor, vor dem Bauch oder auch gerne eine Dame vor der Brust. Und dann einfach im Wechsel hoch und wieder runter. Ja? Achtet dabei darauf, dass ihr, wenn ihr hochsteigt, dass das Knie immer eher nach außen tendiert und dass ihr nicht nach innen fallt. Ja? 150 davon, wenn ihr das geschafft habt, 30 Jumping Lunges. Lunges kennt ihr, Ausfallschritt, das Ganze machen wir im Sprung. Ja, guckt, dass ihr schön eure Arme mitnehmt, wem das zu schwer ist, einfach normale Lunges machen. Okay. 30 Jumping Lunges, danach 100 Jumping Jacks, die Übung kennt ihr. Und zum Schluss 5 Wall Walks, das heißt auf den Boden legen und wir laufen die Wand hoch, wir stützen uns ab und dann im Idealfall bis ran an die Wand und wieder nach unten, das Ganze 5-mal. Wer das nicht schafft, kann einfach so weit laufen, wie er oder sie das möchte oder kann oder sich zutraut, das heißt im Zweifel einfach nur so, achtet aber darauf, dass ihr schön fest seid im Bauch und die Hollow Position. Dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt. Gut, das war es auch schon. Schönen Sonntag. Oh.